Lieber himmlischer Vater, bitte rede durch dein Wort zu uns und lass es hell werden in unserem Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, ich schaue mal die Konfis an, die ein bisschen verstreut sitzen heute und nicht ganz vorne. Jetzt müsst ihr genau aufpassen, das könnte bei Wer wird Millionär oder einer anderen Quiz-Sendung mal eine Frage sein. Und mindestens 16.000 Euro. Wer hat den Adventskranz erfunden? Nun, ich verrate es euch. Der Adventskranz wurde von einem Mann erfunden, der hieß Johann Hinrich Wichern. Er lebte von 1808 bis 1891. Und von diesem Johann Hinrich Wichern ist eine kleine Begebenheit überliefert, die ich euch heute erzählen will. Er hatte ein großes Haus gegründet für Waisenkinder, für junge Leute, die auf der Straße lebten und rumlungerten. Und als die mal wieder alle im Speisesaal versammelt waren, da hat er zwei Geschenke mitgebracht. Das erste, ein großes Geschenk. Wunderbar in Goldpapier eingeschlagen, mit Schleifen und Verzierungen. Und das andere, klein und unscheinbar, vielleicht nur in Zeitungspapier eingewickelt. Und dann sagte er, welches wollt ihr? Ein Kind wurde rausgedeutet und durfte dann wählen. Und ihr ahnt natürlich, es hat das große, super tolle, toll aussehende Geschenk gewählt. Und ihr ahnt natürlich auch, Johann Hinrich Wichern hat da was reingemacht, was jetzt nicht unbedingt toll war, eine taube Nuss, also völlig wertlos, zum Wegwerfen. Und im anderen Päckchen, da war ein großer, saftiger Apfel drin. Schon damals wollte Wichern diesen Kindern und jungen Leuten beibringen, lass dich nicht von der Verpackung täuschen. Jetzt in der Adventszeit, da werden viele Menschen, vielleicht auch der eine oder andere von uns, viel Wert drauf legen auf eine schöne Dekoration, auf Lichterglanz, auf harmonische Weihnachtsmusik und Weihnachtsduft, auf Adventskranz und Tannenzweige. Und es ist auch wirklich, und ich sage das von Herzen, das ist wunderschön. Gar nicht so schön ist allerdings, wenn dann in dieser wunderbaren Verpackung nichts wirklich Gutes drin ist. Wenn Einsamkeit unser Leben bestimmt oder Streit oder innere Leere. Und es ist dann tatsächlich so, wie wenn man eine ganz wertvolle Vase in so einem Karton von einem billigen Mixer verpackt. Denn im Grund geht es uns doch ganz ähnlich wie den Kindern und Jugendlichen dort bei Johann Hinrich Wichern. Wenn die Verpackung nicht schön ist, dann ist die Gefahr groß, dass wir gar nicht mehr recht hinschauen oder reinschauen. Das kann uns auch mit Weihnachten passieren. Denn im Umfeld des Weihnachten, da kommt zum Beispiel ein Mann vor, da schaut man schnell wieder weg. Johannes der Täufer heißt er. Sein Äußeres ist, sagen wir es mal vorsichtig, gewöhnungsbedürftig. Er kommt wild daher mit seinem Kamelhaarmantel. Seine Essgewohnheiten, da schüttelt es einem Heuschrecken und wilder Honig. Es war nicht das, was die Leute damals mochten. Und seine Worte und sein Auftreten waren auch so, dass viele gesagt haben, der spinnt doch. Er redet sehr harsch mit seinen Zuhörern, er beschimpft sie teilweise sogar. Ja, es gibt Leute, die werden davon berührt und bei denen verändert sich was. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe, die ihn für einen Spinner halten.
vergiss es. Und ausgerechnet so einen wählt sich Gott aus als Wegbereiter für seinen Christus. Christus, das ist ein Titel für den Gesalbten Gottes. Gott lässt sich vom Äußeren nicht abschrecken. Er sieht das Herz dieses Johannes, das ganz ausgerichtet ist auf ihn. Johannes ist keiner, der im Mittelpunkt stehen will. Da gehört Jesus hin. Johannes sieht es ganz klar, auf Jesus kommt es an. Und im Vergleich zu ihm, so sagt er es, bin ich nicht mal wert, dass ich ihm die Schuhbändel auf- oder zumache. Nicht nur in diesen Geschichten rund um Weihnachten, sondern in der ganzen Geschichte Gottes mit uns Menschen, da sehen wir, dass das bei Gott fast so etwas wie ein Prinzip ist. Bei ihm zählt nicht die Verpackung, sondern der Inhalt. Denken wir an den König David, den jüngsten einer ganzen Reihe von Söhnen, und er, der Jüngste, den gar niemand auf dem Schirm hatte, der wird zum König gesalbt. Und damals sagt es Gott sehr deutlich, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Und das zieht sich durch. Jesus wird nicht in einem wunderbaren Palast geboren, sondern in einem ganz armseligen Stall. Und er wählt nicht irgendwelche hochgebildeten Leute als seine Nachfolger, sondern arme Fischer. Und er packt das, was die rettende Botschaft für uns alle ist, in unsere oft ziemlich unzulänglichen und manchmal schwer verständlichen Menschenworte. Wisst ihr, ich sage das deshalb so ausführlich, weil das die große Gefahr ist, dass wir uns von der Verpackung, abschrecken lassen und dann diesen wertvollen Inhalt verpassen. Das ist ja bis heute so. Nicht wenige denken, Christen, die spinnen doch ein bisschen, da sitzen sie in einer kalten Kirche, ein paar Leute kommen. Was soll da dahinter sein? Und sie wenden sich ab, bevor sie richtig hingeschaut haben. Ja, das stimmt und es ist keine Frage. Die Verpackung dessen, was Gott uns so gerne schenken möchte, ist diesem wertvollen Inhalt meistens nicht angemessen. Manchmal sogar abstoßend. Gerade wenn wir auch an die vielen schlimmen Dinge denken, die im Namen der Kirche passiert sind und passieren. Aber nicht nur in diesen extremen Dingen sollen wir Verpackung und Inhalt immer unterscheiden. Denn egal wie gut wir Menschen es meinen, ganz oft passt unser Reden und Tun dann doch nicht zu diesem wertvollen Inhalt, den Gott geben will. Paulus sagt es schon, er sagt es staunend, er sagt, das ist eigentlich der Wahnsinn, dass Gott einen Schatz, so nennt er das, in zerbrechliche Gefäße reingibt. Dass er seine gute Botschaft und das, was er schenkt, durch uns unzulängliche Menschen weitergibt. Und was heißt das jetzt für uns? Ich sage es mal ein bisschen persönlich. Für mich heißt das, dass ich wie dieser Johannes der Täufer immer Jesus in den Mittelpunkt stellen will, nicht mich selbst. Wir Menschen sind nicht Christus. Wir können es nur machen wie Johannes, diesen Jesus bezeugen, ihn groß machen, ihn in den Mittelpunkt stellen. Ich bin's nicht. Ich bin nicht der tolle Typ, der den Leuten etwas Wunderbares schenken kann. Und keiner von uns ist das. Ja, ich will das demütig anerkennen. Auf Jesus, auf ihn
kommt es an. Und gleichzeitig will ich mit allem, was ich bin und habe, auf ihn hinweisen. Denn diesen Jesus brauchst du in deinem Leben, wenn du den wunderbaren Schatz, den Gott dir schenkt, erleben willst. Und ich sage bewusst erleben, denn du sollst es nicht nur hören, es soll in dein Herz rein. Du sollst von diesem Frieden, den er schenkt, erfüllt werden. Du sollst heil werden durch die Vergebung, die er schenkt. Und du sollst zuversichtlich leben können, auch in dieser heftigen Zeit der Pandemie und auch dann, wenn Schweres dein Leben prägt. Mir ist meine Großmutter wieder eingefallen. Sie ist schon lange gestorben. Sie hat immer gesagt, auch dann, als sie schon dement war: Suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Wisst ihr, ich weiß es auch nicht, warum Gott seinen wunderbaren Schatz in so menschlich, allzu menschliche Verpackungen reingibt. Aber er macht es so. Er will nicht ohne uns wirken, obwohl es anders vielleicht besser ginge. Und so lädt er uns ein und heute ganz besonders: Bleib bitte nicht bei der Verpackung stehen, sondern pack's aus, auch wenn es dir noch so unscheinbar vorkommt. Entdecke, dass in Jesus wirklich alle Schätze Gottes verborgen liegen, wie es Paulus einmal sagt. Und bei ihm finden wir das, was wir uns im tiefsten ersehnen. Amen.